Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. To be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now. I hope we can be friends. I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem Vlog von mir. Heute nehme ich euch wieder ein bisschen mit durch meinen Mama-Alltag. Es steht nichts Besonderes an, wir sind auch alle hier so ein klein wenig noch erkältet. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch so ein bisschen mitnehmen heute. Und ja, ich brauche gleich erstmal einen ganz dringenden Kaffee. Wir haben so eine schlimme Nacht hinter uns. Oh mein Gott, die Nacht ist echt, die war passend zum Wetter. Einfach nur ekelhaft. Ja, keine Ahnung. Ich war relativ früh eigentlich im Bett und habe so schlecht geträumt, dass ich im Traum das ganze Haus zusammengeschrien habe. Dass selbst mein Mann gerannt kam, ja, und mich beruhigt hat, ja, bis ich mal realisiert habe, es war nur ein Traum. Ganz, ganz furchtbar. Keine Ahnung, irgendwann bin ich wieder eingeschlafen, bin wach geworden, weil ich einfach klatschnass geschwitzt war. Wahrscheinlich durch die Erkältung halt einfach. Ja, dann wieder eingeschlafen und um 2:30 war die Kleine durchgehend wach mit ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, ey, ich bin fast wahnsinnig geworden, ey. Also war es eine Nacht so typisch Mama live halt einfach, gell. Naja, egal, da hilft halt nur viel Kaffee, ne, und durchhalten. Ja, die Nacht, die nächste Nacht wird bestimmt besser. Genau, das erstmal und ja, es gibt vielleicht News, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich, oh Gott, ich sag's euch. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben so ein Déjà-vu und sind am gleichen Punkt wie letztes Jahr eigentlich auch schon. Und zwar, kannst du ja einfach raushauen, das Haus, in dem wir wohnen, soll verkauft werden. Das gibt's nicht. Ich meine, die, die mir jetzt schon ein bisschen über ein Jahr verfolgen, die haben das ja letztes Jahr mitbekommen, dass wir umgezogen sind vom Odenwald in den Schwarzwald, weil das Haus, wo wir gelebt hatten, verkauft werden soll. Das steht übrigens immer noch zum Verkauf, haben wir jetzt gesehen. Naja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder quasi das gleiche Problem. Also es ist jetzt nicht so, nur weil das Haus verkauft werden soll, dass wir jetzt direkt raus müssen, das nicht. Aber wir müssen uns als Familie natürlich jetzt auch erstmal so ein bisschen Gedanken machen, wie es für uns halt weitergeht. Ne? Ich meine, wir halten jetzt mal so ein bisschen die Augen auf, finden wir für uns das Passende oder halt nicht. Ne? Also wir haben ja null Zeitdruck. Auf der anderen Seite denke ich, ich habe echt lang gebraucht, um das hier gemütlich einzurichten. Ja, und jetzt wieder umziehen. Von dem abgesehen, der letzte Umzug, der war so dermaßen der Horror. Oh, und das Ganze jetzt nochmal, nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen Vorahnung tatsächlich. Weil ich in unserem Ehe-Talk-Video habe ich schon gesagt,
oder so irgendwas, wo auch immer es uns hin verschlagen wird. Und nein, da war kein Umzug in Planung oder sonstiges. Wir haben das gestern erst erfahren, dass das Haus hier verkauft werden soll. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist mir in letzter Zeit schon öfters passiert, dass ich einfach irgendwie eine Vorahnung habe. Keine Ahnung. Jetzt, ja, sind wir ehrlich gesagt ein bisschen planlos. Also wir gucken. Aber ganz ehrlich, die Mietpreise, Alter, ach, die explodieren ja immer mehr. Es ist einfach die Reizkatastrophe und nein, kaufen kommt für uns nicht in Frage. Also wir wurden auch hier erstmal gefragt, ob wir das Haus kaufen möchten, genauso wie das Haus, wo wir davor gelebt hatten. Aber wir möchten einfach im Moment nicht kaufen und von dem abgesehen, ich habe euch ja gerade erst ein Video gemacht, ja, wieso... die Zahlen eines Influencers sind, das spricht auch im Moment gar nicht fürs Kaufen. Also wir haben diverse Gründe und weshalb wir nicht kaufen wollen. Aber es ist halt blöd als Mieter, dass man immer wieder an so einen Punkt kommt. Genau, oder jederzeit an diesen Punkt kommen kann. Als wir hier eingezogen sind, hat die Vormieterin noch gesagt, ja, aber hier wird jemand gesucht, der halt längere Zeit mietet und nicht nach einem Jahr wieder kündigt. Ja, da war nicht die Rede vom Hausverkauf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich sage, ich bin so planlos. Vielleicht auch, weil ich jetzt krank bin. Ja, da kann ich jetzt eh gerade nicht wirklich mich groß mit befassen. Wir haben natürlich jetzt gestern geguckt und hätten auch was gefunden, was eventuell, aber nur eventuell für uns passen könnte. Keine Ahnung. Also ich habe nicht mal den Vermieter angeschrieben, weil es irgendwie, ich weiß nicht. Wir haben nicht wirklich Lust umzuziehen, ja, also ihr merkt es schon, gell? Planlos hochziehen. Wir werden sehen, wohin es uns mit der Zeit verschlägt oder ob wir noch länger hier bleiben. Ne? Ich meine, nur weil das Haus verkauft wird, müssen wir ja nicht von heute auf morgen raus. So funktioniert das ja auch nicht, aber ja, mal sehen, was die Zeit so bringt, gell? Es ist ja immer schon verrückt hier, gell? Ja, ansonsten überlege ich jetzt gerade, was ich tun könnte, weil ich habe nichts zu tun und es ist erst kurz vor 9. Ausruhen wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Dass man mal wieder fit wird. Ey, ich habe Halsschmerzen des Grauens, aber ich habe da was, was hilft auf jeden Fall immer. Das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist von Teddy Sept, das Hals- und Rachenspray. Das bekommt ihr ganz normal in der Drogerie und das hilft unenorm. Ja, das ist zwar ein bisschen scharf, aber es ist gut, es hilft, ne? Ja, ich nehme da so gute 6, 7, 8 Mal am Tag, je nachdem, wie stark halt die Halsschmerzen sind. Und das dämmt das echt so ein bisschen ein. Genau, ist keine bezahlte, beauftragte Werbung oder sonstiges. Na, aber ich kann euch das echt empfehlen, weil ich in der Erkältungszeit schon so, so ultra viel ausprobiert habe. Ja, teure Produkte aus der Apotheke und nichts hat so gut geholfen wie dieses TT-Sept-Spray tatsächlich. Ja, genau, also unser absolutes Must-Have in der Erkältungszeit, außer die Kleine, die nimmt es nicht, weil es halt schon arg scharf. Ja, jetzt gucke ich mal, was ich verrichte. Also ihr seht, ich bin nicht nur im Allgemeinen planlos, sondern heute aktuell, keine Ahnung, irgendwie ein komischer Tag. Was will man machen, gell? Guck mal, wie dunkel das hier drinnen ist. Das ist Wahnsinn, gell? Aber ich liebe ja die Herbstzeit, weil die so gemütlich ist. Und wisst ihr was? Gestern Abend hatten wir das erste Mal in dieser Saison wieder den Kamin an. Das war einfach so schön. Aber auf einmal dachten wir alle, uns platzt der Kopf. Es war so ultra kalt. Hier haben wir einen Kamin angemacht. Man hat es im Kopf nicht mehr ausgehalten, dass wir die Fenster aufstellen mussten, gell? Also doch irgendwie noch nicht so eine richtige Heizperiode hier. Zumindest nicht mit dem Kamin. Ich wollte euch was zeigen. Ich habe doch noch mal ein klein wenig umdekoriert. Ich habe diese Teile wieder dahingestellt und danach werde ich ganz oft gefragt, wo die her sind. Die habe ich beim
Deko-Andreas, oder nee, nur Andreas, der ist in Dietzenbach. Der ist allerdings nur für Gewerbetreibende. Und da hatte ich die gefunden, aber so ähnliche habe ich auch schon bei Teddy gesehen, ne? Zumindest das kleine von den beiden. Genau, auf jeden Fall habe ich die Kerzenständer komplett wieder weggenommen und habe die Teile hingemacht. Hat mir doch ja, besser gefallen. Also ich liebe ja Kerzenständer, aber irgendwie, keine Ahnung, war es doch nicht so meins. Und hier habe ich jetzt die anderen Kerzenständer noch hingestellt, ja. Da hinten wartet noch Wäsche, verräumt zu werden. Aber die ist so schwer, die darf ich noch nicht tragen. Das macht dann mein Mann. Und wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich fahre jetzt mal ganz kurz zu Rossmann und guck mal, ob ich eine Darmkur bekomme. Weil ich habe ja jetzt echt über 2 Wochen oder fast 3 Wochen sogar Antibiotika genommen. Und immer wenn ich das nehme, mache ich eine Darmkur, weil kaum Antibiotika abgesetzt, was passiert? Wieder erkältet. Und das hilft eigentlich immer ganz gut, ne, wenn man nach so einer Einnahme vom Antibiotika eine Darmkur macht. Ja, das will ich mir schnell besorgen, dass ich damit starten kann. Weil ich merke das auch immer selbst, ja, nach der Antibiotika-Einnahme, wenn ich dann eine kleine Darmkur mache, ich bin alle 2 Wochen krank. Und dagegen muss ich einfach ein bisschen entgegenwirken. Genau. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt schnell. Ich habe ja sonst nichts zu tun hier heute. So, ich hatte Glück. Die Verkäuferin hat mir jetzt Darmkomplex empfohlen. Moment, ich zeige es euch mal besser. Ich habe hier noch die EC-Karte und Kassenzettel. Genau, Darmkomplex von der Rossmann Eigenmarke. Sie meinte, dass das völlig ausreichend wäre mit 10 Milliarden Milchsäurebakterien und so weiter und so fort. Eine am Tag. Ich werde es testen. Es kann ja nur besser werden. Ja. Jetzt fahre ich nach Hause und guck mal, Radio, was ich da so weiter verrichte. Weil, wie vorhin schon erwähnt, wirklich viel Plan habe ich heute nicht. Bis gleich. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich wieder zu Hause und da ich nichts weiter zu tun habe, habe ich mich mal kurz am PC gesetzt und nach Häusern, ja, mal so ein bisschen Ausschau gehalten und ey, boah, echt die Mietpreise. Das, man könnte fast meinen, wir leben günstig, ja, obwohl wir echt viel Miete zahlen. Aber wenn ich da so gucke, ja, 2.100 Euro für ein Haus, was absolut gar nichts Besonderes ist. Oder da hatte ich jetzt eben sogar ein Haus gefunden, 4.000 Euro Kaltmiete. Also, ich weiß nicht, ich finde es langsam echt nicht mehr normal. Als wir noch im Odenwald gelebt hatten, da hatten wir ein Haus mit 7 Zimmern. 2.500 Quadratmeter Grundstück, Hof, 2 Garagen, 3 Kellerräume und. Also echt viel. Wir haben 800 Euro Kaltmiete bezahlt. Das bekommt man heute nicht mehr. Maximal eine 3-Zimmer-Wohnung. Das ist einfach echt der Wahnsinn. Ich denke mir so langsam, da muss doch einfach mal so eine Sperre reingemacht werden, weil das kann ja kein Mensch mehr bezahlen irgendwann. Also ich finde es echt richtig heftig, ne? Und ihr habt ja meine YouTube-Einnahmen jetzt gesehen. Und ich dann überlege, wir sollten über 2.000 Euro Miete zahlen. Das verdiene ich ja nicht mal. Also ich finde das echt richtig schlecht. Richtig schlecht, ja doch. Ich finde es richtig schlecht. Und jetzt steht da Haus am See. Ja, 4.500 Euro kalt. Also ich bin wirklich richtig schockiert, weil ich einfach denke, eine normale, stinknormale Familie, die können sich das doch gar nicht mehr erlauben. Ich muss es mal abstellen. Ja, also ich finde es echt richtig krass. Aber ich habe jetzt mal dem einen möglichen Vermieter geschrieben, weil der Christian meinte auch, einfach mal gucken, kostet ja erstmal nichts. Ja, das
Heißt ja noch nicht, dass wir jetzt umziehen, ne? Aber keine Ahnung, wenn ich allein überlege, ja, was der letzte Umzug hierher gekostet hatte. Oh, nein, wenn ich überlege, es ist ein Jahr her, dann ärgert mich das jetzt halt schon ein bisschen, ne? Weil, ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt überlege, ja, das sollen wir schon wieder tun. Ich finde es einfach, ja, keine Ahnung. Naja, ich darf mich nicht aufregen. Wie sagt man immer? Nicht aufregen, nur wundern. Aber es ist halt schon echt heftig. Wie gut, dass wir keinen Zeitdruck haben, gell? So, ich gebe es fürs Erste auf mit der Suche. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das ist was, was einem echt der letzte Nerv rauben kann, gell? Ich wollte mir jetzt eigentlich gerade einen Tee machen und stelle fest, wir haben nicht einen Teebeutel mehr. Ah, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Toll, vorhin war ich bei Rossmann. Kein Tee für mich. Wieder nichts, dann gönne ich mir jetzt halt noch einen Kaffee und dachte, ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus, bevor das Mittagschaos losgeht und alle ja nach Hause kommen. Genau, lege mich einfach noch ein bisschen auf die Couch und gucke noch ein bisschen meinen Film weiter. Ich habe tatsächlich schon wieder angefangen, wie heißt es? Twilight. Genau, Twilight zu gucken und dann lese ich die Bücher. Die habe ich ja auch mittlerweile da, aber tatsächlich noch nicht angerührt, weil ich wollte erstmal alle einzelnen Bücher lesen und am Schluss kommt die große Twilight-Reihe. Ja, so war mein Plan. Ihr Lieben, ich würde jetzt an dieser Stelle schon den Vlog beenden, aber ich werde später einfach wieder weiter filmen und gleich einen neuen Vlog für euch produzieren. Genau, und dann habt ihr so ja fast ein kompletter Tag am Stück. Dann ist dann quasi so eine Mittagsroutine, so ein bisschen. Genau, das heißt, ich entspanne mich ein Stündchen und in einer Stunde schmeiße ich diese Kamera schon wieder an. Ansonsten hoffe ich, euch hat der kleine Vlog gefallen und freue mich wieder natürlich über euer Däumchen nach oben und über euer liebes Feedback hier unten in den Kommentaren. Und sage, bis ganz bald. Tschüss.